Immer noch mal hier hin. Hallo. Der Schlüssel steckt noch im Schloss. Gut. Wir haben einen weiteren Hinweis. Der Schlüssel steckt noch im Schloss. Watson, was sagst du dazu? Wir müssen unsere Deduktionsaufzeichnungen vervollständigen, Holmes. Das ist ein wahres Wort, mein lieber Watson. Vielleicht haben wir ja hier draußen noch was, ne? Obwohl ich es nicht glaube, aber wir müssen ja unsere Deduktionsaufzeichnung vervollständigen. Okay, wir haben nichts hier draußen. Ist hier wirklich nichts mehr? Nein. Aber hier. Aber hier. Hier haben wir gesagt, wir müssten noch was hier mitmachen. Aha. Aha. Streuen wir mal ein bisschen Asche drüber. Nee, nehmen wir das und gehen in die Asche. So komme ich nicht weiter. Nee, ich weiß. Deswegen wollte ich ein bisschen Asche drüber streuen. Ich weiß, was Sie vorhaben. Ein altbewährter Trick. Ja, ich habe nur falsch geklickt. So, und jetzt. Holmes Follower. Ich kann lesen, was aufgeschrieben wurde. Bitte notieren Sie es sich. In Ordnung, Holmes. Aber da stand noch ganz was anderes. Holmes Follow-up. Achso, das ist die Recherche. Also, Recherche über Holmes. Akte aufbereiten, DF. Da wissen wir jetzt wieder Bescheid, ne? Gut, das hätten wir auch. Nur nichts übersehen hier. Ansonsten geraten wir ganz schnell in eine Sackgasse. Aber ich glaube, wir haben alles. Seht ihr noch was? Ich nicht. So, wir müssen trotzdem mal schauen. Na, hier? Die Sekretärin hat vor kurzem das Farbband für die Schreibmaschine ausgewechselt. Dunkelblaue Tintenflecke sind darauf zu erkennen. Das ist aber nichts Ungewöhnliches, oder? Das ist doch normal. Ist es nicht normal? Ist doch normal, dass da Tintenflecke drauf sind, oder? Oder? Ach, diese Anzeige ist das Nervigste, das absolut Nervigste im ganzen Spiel. So, wir gehen mal zum Aktenschrank da hinten. Wir haben jetzt wirklich alles, oder? Ich frage mich, welche Schublade die Sekretärin meinte. Ich hab's vergessen. Ich hab schon wieder vergessen. D irgendwas, ne? D-E-F? D-I-I-O-A-E-L? Nee, wo war's? Wo? Hier. D bis F. Entschuldigung. D bis F. Die Schublade, die mit D-E-F beschriftet ist, natürlich. Sie wird in der Nachricht erwähnt, die wir auf dem Tisch der Sekretärin entziffert haben. Lässt sich nicht öffnen. Dann habe ich einen Schlüssel. Die Schublade, die mit DEF beschriftet ist, natürlich. Sie wird in der Nachricht erwähnt, die wir auf dem Tisch der Sekretärin entziffert haben. Das sind unzählige Dokumente. Wie soll ich das Richtige finden? Indem wir einfach mal reingreifen. Nein, das ist nicht nötig. Das kann ich nicht tun. Nein, das ist nicht nötig. Das kann ich nicht tun. 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 Das kann ich nicht tun.
Das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht tun. Nein, das ist nicht nötig. Was ist denn nötig? Das kann ich nicht tun. Aber du machst doch... Das kann ich nicht tun. Du machst doch die ganze Zeit... Nein, das ist nicht nötig. Ich hätte am liebsten die Postkarte hier. Das kann ich nicht tun. Fehlt uns noch was? Fehlen uns Informationen? Geh doch einfach alles durch. Ich hab doch Zeit ohne Ende. Nein, das ist nicht nötig. Das kann ich nicht. Nein. Das kann ich nicht. Ja, ihr müsst da jetzt... Es tut mir leid. Das kann ich nicht. Ich muss das zumindest versuchen. Das kann ich nicht tun. Was ist denn das? Aber nein, das ist... Wir brauchen bestimmt noch Informationen. Das kann ich nicht. Jetzt habe ich wirklich alle... Nein, das ist... Ja, ich sehe es ja ein. Das kann ich nicht tun. Ich sehe es ja wirklich nein, ein. Nein, das ist nicht... Das kann ich nicht tun. Na gut. Das kann ich nicht tun. Okay. Okay. Wir brauchen Informationen. Vielleicht bekommen wir was, wenn wir weiter deduzieren. So. Aber ich sehe noch nicht viel mehr. Der Schlüssel befindet sich immer noch von innen im Türschloss. Die Sekretärin steckte den Schlüssel ins Schloss, als sie ging. Der Journalist ließ die Tür auf. Der Journalist schloss die Tür und ließ den Schlüssel ins Schloss. Der Journalist wollte sicher gehen, dass die Tür geschlossen ist. Der Journalist sah unter der Tür einen Schatten. Der Journalist vergaß, die Tür abzusperren. Die war ja... War die abgesperrt, als wir... Oh, das wird schwierig. Das weiß ich wirklich nicht. Das ist schwierig hier. Der Journalist wollte sicher gehen. Wir schließen mal aus. Das könnte sein, ne? Die Sekretärin steckte den Schlüssel ins Schloss, als sie ging. Der Journalist ließ die Tür auf. Warum? Weshalb? Schloss die Tür und ließ den Schlüssel im Schloss. Sah einen Schatten? Das wäre eine Möglichkeit, ne? Der Journalist vergaß, die Tür abzusperren. Ich weiß nicht, ob die abgesperrt war. Jetzt habe ich hier die 1 stehen. Sag mal, wir haben hier 6, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Wo ist Nummer 6? Wir haben noch irgendeinen Hinweis übersehen. Irgendwo haben wir noch was übersehen, meine Freunde. Aber wo? Wo haben wir einen Hinweis übersehen? Wir sollen das ja... Das kann aber nicht 1 sein hier. Oder? Ist das, glaube ich, eher hier. Der Journalist vergaß, die Tür abzusperren. Das ahne ich doch. Aber trotzdem fehlt uns noch ein Hinweis. Na? Uns fehlt eindeutig noch einer. Aber wo? Aber wo? Seht ihr noch was? Irgendwo fehlt uns noch was.
Müssen wir nochmal raus, ne? Wir müssen hier nochmal raus. Vielleicht doch hier, ne? Ah, ihr müsst jetzt dann nochmal durch. Wir müssen jetzt nochmal alles abklappern, absuchen. Kamin? Nee. Das Buch? Dieses Buch hier ist aus dem Regal gefallen. Haben wir hier etwas übersehen noch? Aber das Buch. Das Buch wurde ja, ne? Aber da ist nichts drin, da ist nichts drauf. Ah, ah. Schließen. Ah, ah, ah. Das Regal hier? Tja. Da ist ja auch nichts. Mein lieber Watson, was haben wir hier nochmal? Hier haben wir den Stuhl. Hier kommen wir nicht durch. Ist hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Oh, ich habe doch alles jetzt, oder? Was haben wir übersehen? Die Pflanze? Doch den Schrank. Ist da noch irgendwas, was man nicht sieht? Oben. Nee. Ist an der Lampe irgendwas? Noch hier draußen. Hier müsste doch noch irgendwas sein, ne? Das haben wir hier. Hier hinten irgendwas. Aber hier das ist auch merkwürdig, aber da will er nichts sagen, ne? Tja. Das hat was mit der Lampe zu tun. Mit der Pflanze hier. Eher nicht. Der Telegraph von Farleys Sekretärin. Nichts Besonderes zu erkennen. Schade. Schade. Hier draußen hat es hier was mit zu tun. Ah, ich habe gedacht, hier, das könnte ein Hinweis sein, ne? Schauen wir nochmal hier drauf. Haben wir hier noch was vergessen? Hier ist das Farbband weg, ne? Hier noch irgendwas? Ich habe doch aber schon 5000 Mal hier geschaut. Aus diesem Notizbuch wurde eine Seite herausgerissen. Ah. Man kann nur den stenografierten Titel und das heutige Datum erkennen. Es handelt sich um eine Nachricht, die Sekretärin dringend verschicken muss. Ich werde eine Kopie anfertigen. Hast du schon. Sie können Stenografie lesen? Es gelingt Ihnen immer wieder, mich zu überraschen. Waren Sie Sekretär, bevor Sie der große Sherlock? Wer weiß, wer weiß. Wer weiß. Nein. Wer weiß. Aber jeder Mensch hat seine kleinen Geheimnisse. Bringt uns aber nicht wirklich weiter. Ah, hier gibt's nix. Hier gibt's nix. Wenn ich noch fünfmal hier... Aber wo ist der letzte Hinweis? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist der letzte Hinweis? Watson? Wir müssen unsere Deduktionsaufzeichnungen vervollständigen, Holmes. Ja, aber ohne den letzten Hinweis können wir das nicht. Aber hieraus brauchen wir gar nicht, weil das ist ja gar nicht mit auf dieser Karte eingezeichnet. Ist irgendwas auf dem Teppich? Eher nicht, ne? Ist irgendwas hier? Was hier so noch rumliegt? Oder an der Decke? Geschwärzt irgendwas? Keine Chance, ne? Keine Chance. Das sind unzählige Dokumente. Wie soll ich das Richtige finden? Tja, ich weiß doch nicht.
Das kann ich nicht tun. Seht ihr hier irgendwas? Diese blauen Flecken stammen von einem alten Farbband für Schreibmaschinen. Dieses Dokument wurde erst vor kurzem herausgenommen. Gott. Prinz Woodwill, eng verwandt mit dem Königshaus, darf seit kurzem den Titel Prinz tragen, nachdem ein Ausschuss aus Experten und Repräsentanten des Königshauses Nachforschungen angestellt hatte. Genießt beim Volk ein hohes Ansehen, engagiert sich für wohltätige Zwecke. Suppenausgabe an die Bedürftigen im Stadtteil Whitechapel finanziert eine Kampagne zur medizinischen Versorgung und zum Verteilen von Decken. Bezeichnet sich selbst gern als populär, seine Kritiker bevorzugen jedoch den Begriff Populist. Cäsar zum Beispiel, der war auch sehr populär oder Populist, hat aber trotzdem seine eigenen Ziele verfolgt. Intelligent, gepflegte Umgangsformen, jedoch leicht reizbar. Wenn taktlose Journalisten seine Ansichten nach unangebrachten Fragen stellen. Nach seiner Ansicht nach unangebrachte Fragen stellen. Reizbar. Naja, aber okay. Journalisten, ne? Da wäre ich manchmal auch reizbar. Trotzdem traue ich denen nicht. Ich traue ihm irgendwie nicht. Auf dem Dokument befinden sich Fettflecken. Sie stammen vom Journalisten. Ganz offensichtlich stellt er auch Nachforschungen über Prinz Woodwill an. Wie machen Sie das nur? Holmes, sehen Sie, wenn man den Vorhang ein bisschen zur Seite zieht, sieht man auf die Straße. Ja und? Das ist... Und? Da hat er uns gesehen dann, ne? Da hat er uns gesehen. So, deduzieren wir nochmal weiter.